liebe diesen Sound, ja, wenn wirklich die Bremse anfängt zu klicken. Gerade auch im Drill, wenn man einen Fisch drillt und so kurz vorm Kescher diese kampfstarken Fluchten bei einem Graskarpfen, bei einem Spiegelkarpfen oder bei den verrückten Schuppis halt kommen und die Bremse so richtig den Sound wiedergibt. Genau dann bin ich im Element. Ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut, wenn ich das so sage, weil ja, wir warten eigentlich hier sehnsüchtig auf den nächsten Biss bei diesen Temperaturen und hoffen eigentlich, dass wir noch einen schönen, dicken Spiegler oder irgendwas drillen dürfen und der Sound der Bremse so richtig wieder ins Ohr geht. Zu jeder Routenserie, wie hier jetzt zum Beispiel der Element Compact, ja, ihr seht es, hat eine teleskopierbare Mittelsection, gibt es auch die passende Rolle im ProLogic-Programm. Ich verwende jetzt hier zum Beispiel eine ProLogic Element 8000XD mit einer Freilaufversion. Ich stelle mir gerade das Setup ein, wir haben gerade die Routen gelegt. Ich fische diese Variante mit einer geflochtenen Schnur. Ansonsten Element Compact, Element Freilaufrolle bzw. 8000 BF, auch bei uns als Bite-and-Fight-Funktion genannt. Dieses Modell schlicht schwarz, ihr seht aber auch, dass ihr sie ganz normal als Stationärrolle bekommen könnt. Mit einem sehr langsamen Spulenhub, auch passend für weite Würfe, sowohl als 7000er oder als 8000er Version erhältlich. Die Freilaufrolle nur als 8000er für richtig Long Range, wo ihr richtig Schnur drauf bekommt. Ein entscheidendes Kriterium. Was zeichnet diese Rolle aus? Neben einem eleganten Carbon-Knauf, der die ganze Optik in diesem Full-Black-Design natürlich hervorhebt, auch wieder hier eine sehr tolle Bügelfeder. Ein Carbon-Bremsscheibensystem mit einem sehr entspannten Fast-Track-Mechanismus. Das heißt, ihr habt zwischen 18 und 19 Kilo Bremskraft, auch bei der Avenger verbaut. Die Fulcrum hat etwas weniger Bremskraft, was aber keinesfalls einen starken Unterschied macht im Hinblick auf die Funktionalität. Die Ingenieure von ProLogic haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie wir besonders viel Schnur auf die Rollen bekommen, ohne die unwahrscheinlich groß wirken zu lassen. Ja, das dynamische Line Lay wird durch ein Uniform Parallel Line Lay unterstützt. Das bedeutet, die Schnur wird sehr eng aneinander gelegt, gerade auch bei den großen 8000er Bite-and-Fight-Versionen. Da seid ihr für euren Frankreich-Trip oder für die großen Flachlandszenen in Norddeutschland, egal wo ihr unterwegs seid, seid ihr perfekt ausgerüstet. Und natürlich, was ihr wissen solltet, auch bei diesem Modell oder der Freilauf oder allen anderen, ihr habt 5 Jahre Produktgarantie und das ist absolut der Hammer, wenn man überlegt, was wir da auf den Markt gebracht haben mit diesen Komponenten und was wir auch dem Material zutrauen. Denn, wie ihr ja wisst, ist die Rolle eines der entscheidendsten Komponenten, um wirklich auch, ja, wie soll man sagen, mitunter den Fisch des Lebens entsprechend zu drillen und auch in den Kescher zu führen. Egal ob Bremse, egal ob Bügel bei weiten Würfen, egal ob die Kurbel. Es sind alles Sachen, die euch dabei unterstützen, euer Angeln, euch auf den See zu fokussieren. Ne? Und genau sind es Komponenten, auf die ihr euch verlassen müsst. Dura Oil, Dura Grease, auch hier wieder in dieser Rolle entsprechend verbaut, beziehungsweise auch hier wieder sozusagen gefettetes Getriebe mit allem Drum und Dran versiegelt. Ihr könnt auch hier beziehungsweise müsst euch keine Gedanken machen, wenn ihr die Rolle mal ins Wasser eintaucht. Es kann nichts ins Getriebe, in dem Falle großartig, oder ins Bremssystem hineinkommen, sodass ihr da irgendwie eine verminderte Leistung habt. Ihr werdet immer in jeder Situation, egal ob kalt, ob Regen, ob Schnee, ob Frost, ihr seid zu 110% einsatzbereit und könnt in dem Falle natürlich auch darauf hoffen, dass ein dicker Fisch anbeißt und könnt den damit super drillen und ihr werdet Spaß haben. Das verspreche ich euch.